Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der Gründer und künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Ich möchte ein paar Worte zu Viktor Ullmann und zu dem Werk sagen, das Sie gleich hören werden. Viktor Ullmann war wie so viele jüdische Komponisten, die im Holocaust verfolgt wurden und viele von ihnen auch ermordet wurden, ein Suchender. Seine Eltern waren bereits 2 Jahre vor seiner Geburt zum Katholizismus übergetreten und auch Viktor Ullmann wurde im christlichen Glauben erzogen. Als er 1929 als Kapellmeister und Bühnenmusikkomponist am Schauspielhaus in Zürich arbeitete, kam er mit der Anthroposophie in Berührung und begeisterte sich für diese Bewegung. Er gründete sogar 1931 einen Buchladen, einen anthroposophischen Buchladen in Stuttgart, den er bis 1933 betrieb. Dann verließ er Deutschland und ließ sich in Prag nieder, wo er sich einer Freimaurerloge anschloss. Als Viktor Ullmann dann 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde, gibt es eine interessante Rückbesinnung zu seiner jüdischen Herkunft. Er vertont jiddische und hebräische Texte in Liedern und Chorwerken. Sein letztes Werk, das Melodram, Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke, ist ein überraschender Stoff. Es wird in der Forschung, in der Viktor-Ullmann-Forschung unterschiedlich interpretiert, warum er einen Text auswählt, der zwischen Kriegsbegeisterung und Melancholie schwankt. Ich glaube, dass Viktor Ullmann den Text als Abschied von seinem Vater, von seinem Elternhaus gewählt hat. Der Vater von Viktor Ullmann war ein Berufssoldat. Im Ersten Weltkrieg wurde er sogar zum Oberst befördert und in den Adelstand erhoben. Und die Jugend von Viktor Ullmann war von dieser militärischen Laufbahn des Vaters sehr stark geprägt. Er selber kämpfte auch 1916 ein Jahr lang im Ersten Weltkrieg. Es gibt die Interpretation, dass Viktor Ullmann 1944 im Juli, als er diesen Stoff auswählt, an die nahende Befreiung durch die alliierten Truppen geglaubt hat und deshalb einen Text wählt, der zum Teil so martialisch ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Viktor Ullmann in diesem Monat 1944 im Juli ganz genau wusste, welches Schicksal ihm droht. Und tatsächlich wurde er 3 Monate nach Vollendung des Werkes nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Es ist ein Abschiedsgruß, den Viktor Ullmann komponiert hat an die bereits gestorbenen Eltern. Ein Text, der mit dem begeisterten Aufbruch eines jungen Adligen in den türkisch-österreichischen Krieg beginnt und damit endet, dass eine alte Frau einsam den sinnlosen Tod des Jungen beweint.